Hallo und herzlich willkommen, Maverick hier und heute mal ausnahmsweise mit keinem Tutorial, sondern mit einem Kanal-Update. Ihr habt es ja sicherlich alle gemerkt, so in den letzten Monaten ist relativ wenig auf meinem Kanal passiert, um nicht zu sagen gar nichts. Auch Fragen und Kommentare konnte ich nicht beantworten und der Grund dafür ist wahrscheinlich im Hintergrund für euch schon ein bisschen sichtbar. Es gab einen wohntechnischen Wechsel und dieser Wechsel war zeitraubend, nervenraubend und beides zusammen führte eben dazu, dass ich nicht in der Lage war, mich um den Kanal weiter zu kümmern. Und jetzt ist der Umzug, sagen wir mal, zu 7/8 durch. Das Studio wird gerade hier eingerichtet. Nächste Woche wird der Studiotisch geliefert. Und ja, dann sind wir hier also in der Lage, wieder ordentlich Dampf oder ordentlich Fahrt aufzunehmen. Und ja, das wollte ich euch jetzt erstmal wissen lassen nach der langen Zeit der Abstinenz auf meinem Channel und habe euch so eine kleine Roadmap auch mitgebracht, um mal so ein paar Themen anzustoßen, um die es dann auch in den nächsten Wochen und Monaten geben wird. Allen voran natürlich immer noch verbunden mit dem Update of Reason 12 geht es natürlich weiter mit dem Combinator 2 und deshalb seht ihr das Teil hier auch schon im Rack, natürlich den Baseline Generator. Mit dem werden wir uns auch auseinandersetzen, der neue, in Anführungsstrichen neue Player aus dem Hause Reason Studios. Soweit schon mal meine Einschätzung. Cooles Gerät und die Möglichkeit, in einem Gerät zwischen Onbeat und Offbeat Parametern da direkt drauf zugreifen zu können, sozusagen in einem Gerät verschmolzen. Die Idee finde ich ziemlich cool und damit lässt sich auch sehr, sehr gut arbeiten. Ja, dann haben wir natürlich noch ein paar andere Baustellen oder Tutorial-Strecken, wie ich es immer nenne, die ich jetzt aufgemacht habe, die mittlerweile so ein bisschen eingestaubt sind. Allen voran natürlich der Obsession, da muss es mal weiter mitgehen. Zum Algorithm, da muss es weiter mitgehen. Und auch die Reihe, die ich da begonnen habe, Melodien erstellen, ohne Notenkenntnisse zu haben, auch da müssen wir uns auch nochmal zusammensetzen und Teil 3 oder Teil 4 aufnehmen. Dann dadurch, dass wir jetzt hier eben ein bisschen mehr Platz haben, wo wir jetzt hingezogen sind, habe ich auch Möglichkeiten, mit ein paar Dudes aus meiner Reason-Community ein bisschen zu kollaborieren. Allen voran natürlich auch der Philipp mit dem Kanal Mein Weg als Producer, der ja nun neben mir auch ein deutschsprachiger Reason-Kanalbetreiber ist. Und mit dem zusammen werde ich ein paar Interviews machen und wir werden für seinen Kanal die 60 Minutes of Pain Challenge machen. Also das heißt, eine Stunde in Reason und in einer Stunde einen Song bauen oder zumindest so weit, wie man da kommt und das wirklich uncut, auf seinem Kanal wird es dann zu sehen sein. Ja, dann habe ich selber mir noch ein Gerät rausgepickt vor einiger Zeit, nämlich den Zoetrop. Es ist ein Synthesizer auch als Rack-Extension, der eine richtig geile Klangfärbung drin hat und die würde ich euch auch gerne mal zeigen und zwar die FET 50 nennt sich das. Sehr, sehr schöne Färbung, könnt ihr super toll für Drum-Sounds und natürlich auch zum Sättigen von anderen Geschichten wie Pad-Sounds oder was auch immer, Bässen nehmen oder so. Wirklich cooles, gelungenes Teil. Und das sind so Dinge, um die es gehen wird. Es wird natürlich auch so ein bisschen darum gehen, wie sieht es jetzt hier im Studio aus und wie arbeite ich, ja, und wie baue ich das Ganze auf. Und ja, da werde ich dann auch hier und da mal euch ein bisschen was wissen lassen. Und ich denke, soweit sind wir dann jetzt erstmal alle informiert, wie es hier weitergeht. Und ihr wisst Bescheid, woran es gelegen hat sozusagen. Und ja, es tut mir leid, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich persönlich, mir war das schon so ein bisschen unangenehm, dass so gar nichts an Tutorials irgendwie kam. Aber naja, es ist nun mal so, wie es ist. Und jetzt geht's wieder in die Vollen. Jetzt wird es wieder regelmäßig Content bei mir geben. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Interessensgebiete oder spezielle Wünsche habt hinsichtlich Tutorials, irgendwelche Gerätschaften, die ihr gerne sehen wollt, ist jetzt nochmal der richtige Zeitpunkt oder gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für euch darüber nachzudenken und mich das am besten hier unter dem Video gesammelt in den Kommentarbereich wissen zu lassen. Ja, gut, dann wissen wir erstmal alle Bescheid. Dann wünsche ich euch, wir haben es ja Freitagabend, erstmal ein schönes Wochenende. Viel Spaß, macht was Schönes in Reason und dann sehen wir uns bei nächster Gelegenheit wieder. Macht es gut, bleibt sauber, euer Maverick.